Zwar kommt die von Ich heiße Marvin und zwar fragt der Hashtag Scape at bei Kydex, was würdest du sagen, wenn Fans vor deiner Haustür stehen würden? Hey und willkommen bei einer weiteren Folge Minecraft Scape. Und ja, auf jeden Fall möchte ich heute was Cooles bauen. Wir joinen mal auf dem Server, aber ich habe heute gerade eben einen Fehler gehabt und zwar habe ich schon angefangen. Ich wollte heute einen Bus bauen, habe auch schon ein paar Fragen vorgelesen und auf einmal war mein Tonspur auf einmal weg. Also jetzt einfach alles geschlossen und jetzt muss ich alles wieder nochmal neu aufnehmen. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe trotzdem gerade richtig Bock weiterzubauen, weil es wird auf jeden Fall ein richtig cooler Bus. Ich schaue mir gerade auch nebenbei ein Tutorial an, damit ich auch weiß, wie das Ganze geht, weil merken kann ich mir das nicht so gut leider. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich habe die ganzen Sachen schon gefarmt. Also offscreen habe ich schon alles gefarmt. Das ist dann auch natürlich besser. Sonst wäre es ja ein bisschen scheiße, wenn ich jetzt irgendwie nebenbei farmen würde. So, dann macht er das so. Also ich möchte auf nebenbei Fragen vorlesen. Das ist natürlich auch wichtig. Ich fange mal direkt mit der ersten Frage an. Ich muss kurz diesen Dings hier wegmachen. Und zwar kommt die erste Frage von... die erste Frage kommt von Mr. Zabex. Und zwar fragt er... @bykydex_escape, was hältst du von Fanfictions? Fanfictions? Ich denke mal, damit meint er... diese Fanposts da, oder? Also diese Fanpost-Nachrichten, halt alles mögliche von Fans. Die sind... eigentlich recht nice, also macht mich auch richtig glücklich, nur mal jetzt zur Information. So, es ist echt nice und ich habe zwar jetzt irgendwie keine Fanpost oder so schon mal bekommen, wie denn auch, aber in den Kommentaren ist ja meistens immer nur Lob und alles mögliche, also es ist wirklich sehr nice und macht mich auch wirklich sehr glücklich, soweit. Und ja, also das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber gut, also... so, das ist echt nice, also macht mich auch richtig glücklich. Nur mal jetzt so, ne? Ja. So, dann kommt hier nochmal ein bisschen Dings hin. Ist das eigentlich richtig? Das ist falsch, ja. Der Biss hat mich verarscht, ey. So, hier kommt auch nochmal Glas hin. Oh, das wird alles gar nicht ausreichen. Ich wusste schon am Anfang an, aber ich hatte gar keine Lust mehr zu farmen. Ich habe fast für alles, was ich hier gerade habe, fast 2 Stunden gefarmt. Ich hatte eh gar keine Lust mehr nach einer Zeit. Aber ist ja egal. So. Oh nein. Wir müssen auf jeden Fall pennen gehen kurz. Und die nächste Frage werde ich dann auch direkt mal vorlesen. Und zwar kommt die von Tavon Zockt oder Taven Zockt, je nachdem. Er fragt. @bykydex, warum bist du so geil? Das hat eigentlich gar nicht mit Hip-Hop. Das hat nichts mit Hip-Hop zu tun, Leute. Das hat nichts mit Hip-Hop zu tun. Gegenteil. Warum bist du so geil? Ne? Nein. Die Frage beantworte ich nicht, Leute. Die beantworte ich nicht. Das motiviert mich zu sehr. Nein. Die nächste Frage kommt von Danbo und zwar fragt er @bykydex_escape, was würdest du an YouTube ändern, um es einfacher zu gestalten für kleinere YouTuber, die gut sind, je nachdem, ne? Solche Fragen sind eigentlich recht interessant. Was ich machen würde, ich würde so eine, diese, ihr kennt ja an der YouTube-Startseite diese kleine Box da. Da, wo steht, empfohlene Kanäle, gute Kanäle, größere YouTuber, halt je nachdem. So was würde ich dann machen. Für kleinere YouTuber, also auf das da dann steht, auf einmal so, gute, kleinere YouTuber, halt je nachdem. Also das wäre wirklich nice, weil es gibt wirklich, ohne Scheiß, ne, es gibt richtig, richtig, richtig viele YouTuber, die richtig klein sind. Also, ich kenne sau viele YouTuber, die machen eigentlich recht nice Videos, haben auch richtig gute Qualität, aber sie werden nicht gefunden. Sowas ist echt schade auf YouTube und ich gönne es auf jeden Fall jedem. Auf jeden Fall, also, ist ein bisschen schade, aber gut, man kann da nichts machen. Die nächste Frage.
Frage. Moment. So, ich tue mal hier ein bisschen Slapsy hin. Slap, slap. So. Das wird auf jeden Fall ein richtig cooler. Auf jeden Fall ein. Hat der da schon was gemacht? Also, auf jeden Fall kommt die nächste Frage von Kevsox. Und zwar fragt er. Ist das richtig? Egal. Auf jeden Fall fragt er, hier, bei Kadex Hashtag Scape, wie findest du es, dass ich dir 2 € für den Nitrado-Server gespendet habe? Der Castdocs hat mir, 2 € Nitrado-Guthaben geschenkt. Auf jeden Fall richtig, richtig geil, oder auch nicht richtig nett von ihm. Richtig geil von ihm. Auf jeden Fall richtig nett von ihm. Und ja. Was wollte ich jetzt hier noch machen? Also auf jeden Fall richtig nett von ihm, dass er sowas gemacht hat. Die nächste Frage kommt von Christian und zwar fragt er, bei Kalix Hashtag Scape, wo würdest du gerne hinreisen, wo du noch nie warst? Ich würde sehr, sehr gerne. Ich muss mir kurz mal hier was anschauen. Ich würde sehr gerne nach Amerika reisen. Ob das klappen wird, weiß ich leider nicht. Aber es wäre natürlich sehr nice. Ja, es wäre halt sehr, sehr nice. Aber ob das jemals klappen wird, ist natürlich noch eine andere Frage. Aber natürlich nice. Also ich würde auf jeden Fall gerne nach New York oder halt so Venice Beach, halt so L.A. Das wäre richtig nice. Also das wäre mein Traum. Und ich versuche den in Erfüllung zu bringen. Hier. Nein. Jetzt habe ich hier so viel Crap aufgesammelt. Danke, Rotschlag. Können alle zu Rotschlag gehen und den sagen, Kylix ist der Beste. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nee, nee. Mach das lieber nicht. So. Dann machen wir weiter hier. Hier. Nee, wo sind denn jetzt meine Slaps hin? Da. Ich habe auch nicht mal so viele Slaps, wie ich hier gerade sehe. Das wird nicht ausreichen. So. So. Das wird zwar nicht ausreichen, aber ist ja jetzt nicht so schlimm. So, ich gehe mal kurz Slaps machen wieder. Slaps, was hat der denn gerade? Komm doch raus. Komm doch raus. Hä? Was hat der jetzt gegeben? So, egal, ich gehe mal jetzt zur nächsten Frage. Und zwar kommt die von... Ich heiße Marvin. Gib mal nochmal. Und zwar kommt die von... Ich heiße Marvin. Und zwar fragt der Hashtag Scape at by Kydex. Was würdest du sagen, wenn Fans vor deiner Haustür stehen würden? Wenn Fans vor meiner Haustür stehen würden, das wäre natürlich nicht so nice. Also ich mag das nicht, wenn Fans vor meiner Haustür stehen, weil... Hat man auch bei Ungespielt und so gesehen, es gab Fans, also bei der Longboard Tour, die waren direkt vorm Hotel, haben die ganze Nacht da gewartet und das ist eine Sache, was mich auf jeden Fall sehr, sehr nerven würde. Und ja, ich fand das auf jeden Fall nicht geil. Aber. So. Aber ich fand das nicht so geil. Also ich mag das eher nicht. So. Ich muss jetzt hier. So, dann kommt Ofen und Werkbank hin. Dann kommen Solardinger hin. So. Ich habe aber leider, ja, zu wenig hier gerade. Aber es macht nichts. Wir bauen einfach hier weiter, ohne groß zu labern. Die nächste. Ah, ne, ja, habe ich schon gesagt, ne, wenn Fans vor meiner Haustür stehen würden. Fände ich nicht so geil. Aber ob das jemals passieren wird, das glaube ich eher kaum. Also von daher brauche ich mir da keine Sorgen zu machen. Aber natürlich nicht so gut, ne, also ich mag sowas nicht. Gut, dann kommen hier Solardinger hin.
Ja. Okay, denn die letzte Frage kommt von Bastor und zwar fragt er, wie hat YouTube dich verändert? Und das ist eine sehr, sehr nice Frage. Wie hat YouTube mich verändert? Okay, dann kommt hier. Nochmal hier, und da kommt da halt Solardinger hin. Dann kommt da nochmal was hin. Da kann ich euch hier schon mal. Hier war das, ne? Hier kommt noch. Hier Werkbank. Ne, hier kommen noch Öfen hin. Dann. Ich bin gerade ein bisschen. Moment, ich muss hier mal ein bisschen Rotschlag. Ich muss hier, glaube ich. Oh, diese. Das backt ein bisschen rum. So. Ne. Leider. So, leider. Ich habe leider nichts. Und hier kommen dann halt wieder diese Solardinger hin. Hier kommen Öfen hin. Ich habe es ein bisschen falsch gemacht. Oder? Nee, hier kommen auf jeden Fall diese Solardinger ein. Das ist ja schon richtig. Komm. Das war falsch. Hier kommen jetzt. Hier, dann kommen hier Solardinger hin. Ah, ja, jetzt habe ich's. Jetzt hat der Kydex das gecheckt, aber wo sind jetzt hier da? Solardinger. Wir machen es mal hier von oben aus. Zack. Hier nochmal ein Solardings da. So. Dann zack. Hier kommen zwei Stück hin. So, Moment. So. Dann kommen hier halt die ganzen Dinger hin. Das war auch die letzte Frage von daher. Habe ich die schon beantwortet? Was war das denn jetzt nochmal für eine Frage? Ich bin richtig verpeilt gerade. Tut mir leid. Wie hat YouTube dich verändert? Auf jeden Fall hat es mich positiv verändert. Ich bin mega glücklich, dass ich hier gerade aufnehmen kann. Also ich bin mega glücklich. Und ich hoffe, das wird auch sehr, sehr lange weitergehen. Geh mal weg, Rotschlag. So. Also ich hoffe auch, dass ich weiter aufnehmen kann. Bald. So. Das ist eigentlich jetzt falsch hier, aber den Dach wird eh keiner sehen. Hier kommt dann einfach Dings hin. Und eigentlich. Ja, das eigentlich kommt dann hier noch, kommen hier nur noch Öfen hin, aber ich habe leider nichts. Und ich würde dann sagen, sag mal ciao. Also ich würde dann sagen, ich würde mich richtig freuen oder riesig freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lassen würdet. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen wieder. Tschüss. When the stars are the only things we share, we'll be there.